Bier im Hintergrund mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Jawohl! Seht ihr den Alex Böhm, unseren Sportlehrer aus der Reichsapfelgasse, und seinen Sohn Aram? Und die helfen uns ganz viel, euch tolle Bewegungsübungen vorzuzeigen. Auf geht's, Drax! Ass! Ich auch! Ja, liebe Kinder, vor jeder Sporteinheit sollte man sich aufwärmen. Und zwar die wichtigsten Muskelgruppen des Körpers. Ich mache jetzt mal für euch ein paar Übungen in dieser Region. Und zwar für die Kopf- und Nackenmuskulatur. Wir beginnen mit Kopf ganz einfach nach vorne und zurück. Leicht durchstrecken den Hals, aber nicht schnelles Tempo. Das geht alles schön langsam. Man kann den Kopf auch kreisen, und zwar in beide Richtungen. Ihr merkt schon, da rührt sich ein bisschen was in euren Hals- und Nackenmuskeln. Wir können die seitliche Nackenmuskulatur auch leicht dehnen. Das machen wir in dieser Form, dass wir den Arm an den Kopf legen und dann einfach anziehen. Und diese Position in nicht unangenehmer Stellung einfach halte. Bitte nicht auslassen und den Kopf zur Seite schnalzen lassen, sondern gegen leichten Druck der Hand nach oben führen. Das Ganze dann mit der anderen Seite. In einer Position halten, wo es hier nicht unangenehm wird. Und wichtig, wieder langsam nachführen. Diese Dehnübung machen wir dreimal auf jede Seite. Schulterkreisen ist auch eine gute Mobilisierung und Aufwärmübung für die Schultermuskulatur. Das kann man in beide Richtungen machen. Und die Fortgeschrittenen wie der Aram schaffen das sogar, dass sie mit der einen Schulter auf die eine Richtung kreisen und mit der anderen Schulter in die andere Richtung. Die nächste Übung ist Laufen am Stand, aber du wirst schon merken, du musst jetzt auch mitzählen. Also es ist ein bisschen Mathematik dabei. Und los, Aram. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Bei der nächsten Übung wird abwechselnd das rechte Knie zum linken Ellbogen und das linke Knie zum Ellbogen gezogen. Und wichtig dazwischen die Zwischenschritte. Also es ist eigentlich eine Übung, die im Laufen passiert. Du stellst dich in einer Schrittposition auf, dann schwingst das hintere Bein nach vorne, stellst das wieder hinten ab, dann steigst du mit dem Vorderbein zurück, anderen Bein nach vorne. Dasselbe noch einmal. Bein heben, hinten absetzen, zurücksteigen, nach vorne steigen. Wenn das gut geht, versuche es schneller zu machen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann versuch das Bein weiter hinaufzugeben. Und wenn dann das gut klappt, versuchst es 10 Mal ohne Pause mit Wechsel. Fit wie ein Turnschuh, unser Alexander. Atmen. Der Hampelmann, eine sehr gute und auch beliebte Übung. Geht natürlich ganz leicht, Arme und Beine gleichzeitig auseinander. Und der Aram zeigt uns jetzt ein paar anspruchsvollere Varianten vom Hampelmann, nämlich vor, rück, seit oder hinten über Kreuz. Vor, rück, seit und über Kreuz.
da kommen die grauen Zellen ganz gewaltig zum Mitarbeiten. Was ihr wisst nicht, was die grauen Zellen sind, das sind die, die ihr im Gehirn habt, die dafür sorgen, dass ihr gut denken könnt. Als Vorbereitung für Liegestütz versuchst du immer umzugreifen, das heißt Hände wandern hinaus, bleib gespannt, bleib im Gesäß gespannt, im Rücken gerade, nicht durchhängen. Dann versuchst du einmal die Hände zueinander zu drehen, dann die Hände nach vorne, seitlich und nach hinten. Wiederhole dies 5 bis 10 Mal und dann mach eine kurze Pause. Für die Bauchmuskulatur und Körperspannung wichtig ist die Übung namens Plank oder auch Deutsch Brett. Da wird die Position einmal gehalten in der Spannung. Hier ist die Fortführung schon aus dem Plank in den Liegestütz, aus dem Liegestütz wieder ins Plank. Geht auch mit Bein anheben aus der Plank-Position. Wichtig ist immer nur die Körperspannung und Arm und Bein abheben und sogar damit wippen. Das sind dann schon die Profis. Weiter geht's mit einer Übung namens Zelt. Aus dem Stand werden die Hände gerade runtergeführt, dann in die Liegestützposition, einmal absenken und jetzt die Füße wieder zu den Armen nach vorbringen. Möglichst gestreckte Knie, das macht der Arm hier ausgezeichnet und es geht natürlich gleich weiter. Füße nachführen, zählt immer ungefähr 5 Mal am Stück. Die nächste Übung nennt sich der Krieger, beginnt aus dem Stand. Ein Schritt vor, wir gehen in die Telemarkstellung, das Knie wird also abgesenkt und dann wird einmal der rechte Arm hochgedreht, einmal der linke Arm oder umgekehrt. Dann wird das hintere Bein nachgeführt und wir beginnen mit dem anderen Schritt nach vorne zu machen. Und das Aufdrehen, einmal der eine Arm, dann der andere Arm, Fuß nachführen und wieder auf die andere Seite. Wir machen das auf jede Seite 3 Mal. Und wir 4 wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Also, ich hatte nicht nur Spaß.